Ja, ich wollte mal drüber sprechen, über diesen Traum, dafür bezahlt zu werden, du selbst zu sein. Das hat ja irgendwie jeder. Das wäre ja ein Traum, oder? Das würdest du ja jetzt auch sagen. Ah, wenn ich nur dafür bezahlt werden könnte, ich selbst zu sein. Weißt du was? Du wirst dafür bezahlt, du selbst zu sein. Jeden Moment deines Lebens wirst du quasi aufgewogen mit Geld. Dein Wert wird aufgewogen mit Geld. Aber jetzt stellt sich die Frage, wieso habe ich nicht mehr Geld? Wieso kriege ich nicht mehr Geld? Warum habe ich nicht mehr Wert? Ist dann die Frage. Warum habe ich nicht mehr Wert? Warum ist es so limitiert? Warum bin ich so eingeschränkt in meinen finanziellen Ressourcen? Und die Antwort ist, weil du dir nicht mehr Wert gibst, weil deine Ansichten deinen Wert bestimmen. Deine Ansichten über dich selber, was du glaubst, was für dich möglich ist, was du glaubst, wer du sein darfst in diesem Leben, wie du deinen Wert positionieren darfst, deinen Wert zeigen darfst. Und solange, dass du eben noch aus der Human Design Perspektive machst, das heißt aus einer Perspektive, wo vorgegebene Regeln sind, wo genau klar ist, wie man zu seinem Wert kommt und wie man sich seinen Wert verdienen muss und wie diese ganzen Regeln sind und wer wie ist und zu sein hat, damit er viel Geld verdient, viel Geld ihm zusteht, viel Geld verlangen darf. Und solange du eben in diesen Begrenzungen lebst und denkst und dich selber reflektierst, ist es einfach so, wie es gerade ist. Dann ist dein Bankkonto, dann ist dein Vermögensstand so, wie er gerade ist, weil du dir selber einen Wert gibst. Und was ist Wert? Wir alle haben einen unendlichen Wert, wenn wir unser Divine Design endlich anerkennen und erkennen, dass wir sein dürfen, ein Bewusstsein einnehmen dürfen, wie wir wollen. Limitless. Es gibt keine Limitierungen. Und immer wieder kommen diese Limitierungen halt wieder zum Zug, wenn wir im Außen zum Beispiel Leute sehen, die nicht limitiert sind. Leute sehen, die weniger limitiert sind und dann denken, warum sind die erfolgreicher? Warum haben die mehr Geld? Warum haben die ein freieres Leben? Warum sind die glücklicher? Und dann versuche ich das anhand von irgendwelchen Äußerlichkeiten festzumachen. Dann schaue ich mir die Person an, wie sieht sie aus, wie ist sie angezogen, was trägt sie für Marken, was fährt sie für ein Auto, was hat sie für einen Lebensstandard, wohin reist sie wie. Und dann glaube ich tatsächlich, dass es an diesen Dingen liegt, ob ein Mensch sein Leben lebt, das er leben möchte, frei und in Fülle und in Erfüllung, oder ob er das nicht tut. So wie ich, so wie du. Wenn ich das denke, dann liegt es da dran. Dann liegt es da dran. Dann denke ich mir, aufgrund von diesen Hintergründen, von diesen Geschichten, hat der eine mehr und der andere weniger. Und genau das ist der Schlüssel. Es sind die Geschichten. Es sind die Geschichten, die du dir selber erzählst. Es sind die Geschichten, wo deine ganzen Annahmen drinstecken, wo deine ganzen Rückschlüsse drinstecken, wo deine ganzen Ansichten drinstecken. Das sind deine Geschichten. Und diese Geschichten sind deine Geschichten. Und weil sie deine Geschichten sind, kannst du sie neu machen, kannst du sie anders machen, kannst du sie verändern. Du hast alle Macht der Welt, deine Geschichte zu schreiben. Aber die wenigsten Menschen nehmen sich die Zeit, nehmen sich die Aufgabe, voll und ganz dahinter zu stehen, dass Nummer eins, ich die beste
Geschichte verdient habe. Die beste Lebensgeschichte steht mir genauso wie jedem anderen zu. Und ich kann jede Lebensgeschichte wählen, jede. Nur, ich muss sie einmal wählen. Und wenn ich Lebensgeschichten wähle, die mir nicht entsprechen, die mir nicht gefallen, dann werde ich nie hundertprozentig dahinter stehen. Dann werde ich immer irgendeinen Zweifel haben, dann werde ich immer irgendeine Unzufriedenheit haben, weil ich denke, ich muss in dieser Geschichte bleiben, die ich einmal gewählt habe. Dabei ist unser Universum so aufgebaut, dass eine Geschichte ein Bewusstseinszustand ist und dass ich alle Bewusstseinszustände, die mir nur einfallen können, wählen kann, dass ich hier das sowieso schon die ganze Zeit mache. Ich wähle Bewusstseinszustände jeden Moment zu Moment zu Moment. Und wenn ich mich eben nicht grundsätzlich grundlegend verändere mit meinen Ansichten, mit dem, was ich glaube, was für möglich wirklich für mich ist, was ich wirklich will, was mir wirklich gefällt, wenn ich da nicht hundertprozentig hinter mir stehe und immer noch so halbscharige Sachen mache, immer noch so halbes Zeug mir erlaube zu wollen, dann werde ich eben immer in diesem unzufriedenen Zustand bleiben und ähnliche Bewusstseinszustände, ähnliche Lebenszustände, ähnliche Lebensgeschichten produzieren. Und das ist ja auch dieser Witz an diesen ganzen Generationenverträgen und Flüchen und was weiß ich nicht was, was da die Spiritualität alles behauptet und sagt, die dann aufgelöst werden müssen. Da ist nichts, wenn du da nichts hast, wenn du da nichts für dich rein interpretierst. Du hast keinen Generationenvertrag, wenn du daran nicht glaubst, wenn du nicht glaubst, dass du Sachen vererben kannst oder übernehmen kannst, sondern wenn du dir tatsächlich bewusst bist, dass du das einzige Bewusstsein bist, das Entscheidungen trifft. Das einzige Bewusstsein, die einzige Kraft, die einzige Macht in deiner ganzen Realität, wenn du da reinsteigst in diese Identität, in diese Schöpferidentität und sagst, so, jetzt bin es ich, ich bin es, ich bin mein Leben, ich mache meine Geschichte, ich bin keine Geschichte, ich bin keine Familiengeschichte, ich bin keine Vererbungsgeschichte, ich bin meine Geschichte, ich bin mein Divine Design, ich steige jetzt voll und ganz hundertprozentig da ein und mache meine Geschichte jeden Moment, so wie sie mich erfüllt, so wie sie mir gefällt, so wie sie mir entspricht. Und das kann ich tun, wenn ich weiß, dass es nur ich bin, die Ansichten vertritt in meinem Leben. Niemand hat freien Willen. Ansichten, die sich gegen mich richten, die mir sagen, ich muss weniger wollen, ich bin weniger wert, ich kann weniger sein, ich darf weniger träumen, ich darf weniger erleben. Das sind Ansichten, die ich annehme. Aber ich muss es nicht. Ich kann meine Ansichten alleine wählen. Und dazu brauche ich diese glasklare Klarheit über meine Identität als Divine Design energetisches Wesen, das limitless ist, das richtig ist, das gewollt ist, das perfekt ist und das hier nur auf Erden ist, um herauszufinden, dass es keine Grenzen gibt, dieses Leben hier zu erleben. Um aus diesen Grenzen in unseren Köpfen auszusteigen. Darum sind wir hier, um zu erkennen, dass diese Grenzen nur in unseren Köpfen existieren, in unserem Denken und in unseren Ansichten, in dem, was wir übernehmen. Ungefragt haben wir das übernommen, aber jetzt können wir fragen, will ich die sein, will ich das glauben, will ich das denken, will ich mich so fühlen? Will ich die Welt so sehen, will ich die anderen Menschen so sehen? Ich bin doch jetzt erwachsen. Ich muss es doch nicht einfach so tun, weil es andere tun oder weil es meine Familie getan hat und immer noch tut. Ich kann doch sagen, nein, das ist nicht meine Ansicht. Ich habe eine andere Ansicht. Ich sehe mich großartig, ich sehe mich groß, ich sehe mich wertvoll, ich fühle mich wertvoll. Und dann geht es darum, dass du das in deinen Körper, in jede Zelle deines Körpers als Wahrheit abspeicherst. In dein Unterbewusstsein, nenn es Unterbewusstsein. Ich denke überhaupt nicht so komplex. Ich denke, es muss meine einzige Überzeugung sein, dass ich die Frau bin, die ich sage, die ich bin.
Ich sage, welchen Wert ich habe, ich sage, welchen Wert ich einfordere, welche Position ich in diesem Leben habe. Ich schreibe das Drehbuch meines Lebens, weil ich weiß, es wird genauso umgesetzt, wie ich es schreibe. Aber ich schreibe es neu, ich schreibe es frisch, ich schreibe es einzigartig, ich schreibe es großartig, ohne Limits. Und wenn ich dort bin, dass ich weiß, es gibt keine Limits, ich muss mich an nichts halten, nach nichts richten, nach keiner Geschichte, nach keiner Erfahrung, nach keinem Schmerz. Das darf, muss keinen Einfluss haben. Ich kann frisch sein, ich bin nie verletzt worden, ich bin nie abgelehnt worden, ich bin nie klein gemacht worden, ich bin nie kritisiert worden, niemals. Wenn das nicht in meinem Bewusstsein ist. Und es zwingt mich niemand, mich so zu sehen, im Spiegel mich anzuschauen, wie ich mich jetzt in diesem Video anschaue, wie du mich jetzt anschaust, als Spiegel von dir. Das, was du in mir jetzt siehst und denkst, wie sieht die aus, bla bla bla, was macht die, was sagt die, das sind deine Gedanken. Und sie spiegeln dich wieder. Und meine Gedanken spiegeln mich wieder im Außen, im ganzen Leben. Und wenn da Sachen sich widerspiegeln, sich zeigen und sich reflektieren, dann kann ich die verändern. Weil es ist nur mein Spiegel, es bin ich. Und je tiefer und klarer mir diese Wahrheit wird, desto freier werde ich. Und desto größer erlaube ich mir, mein Leben zu denken und zu erleben. Desto größer, einflussreicher erlaube ich mir hier zu erscheinen, weil ich bin der einzige Einfluss sowieso in meinem Leben, in meiner Geschichte, in meinem Drehbuch, in meinem Charakter. Und wenn ich diesen Platz eingenommen habe, wenn ich diese Perspektive eingenommen habe, wenn ich dieses Denken eingenommen habe, dann werde ich es fühlen, dann werde ich es wissen und dann werde ich die entsprechenden Handlungen ausführen, dann werde ich die entsprechenden Entscheidungen treffen, dann werde ich hinter mir stehen und zwar hinter mir als Divine Design Wesen mit den größten, unvorstellbarsten Wünschen. Aber wenn ich nicht hinter mir stehe, wenn ich nicht sage, es steht dir zu, du bist es wert, du bist hier, um genau das zu tun, was dir entspricht, was dir Freude macht, was dich beschäftigt, das ist der Sinn deines Lebens. Und den Wert, den du diesem Sinn deines Lebens, den du dir gibst, den du deinem Wesen gibst, deiner Wirkkraft, deiner Energie, diesen Geldwert, den gibst auch wieder nur du. Und wenn da ein Gedanke kommt und sagst, ja, wer soll das bezahlen, wie soll das bezahlt werden, wie soll das gehen, wo soll das herkommen, dann bist du halt schon wieder eingeschränkt. Weil das brauchst du nicht zu wissen, sondern du musst einfach in diesem Vertrauen sein, dass das Leben so nach diesem Gesetz funktioniert. Das ist Gott, das ist der Lord, das ist der Herr, das ist Lord, kommt von Law, das ist Prinzip, das bist du, du bist das Prinzip, du bist das Leben. Es gibt nichts und niemanden, keine Kraft außerhalb von dir, kein Menschen, der irgendeinen freien Willen gegen dich von sich aus hegen kann, wenn du ihm diesen Willen nicht gibst, wenn du nicht diejenige bist, die glaubt, hier sind Menschen, die wollen nicht, dass ich reich bin, dass ich wertvoll bin, dass ich wichtig bin, dass ich geliebt bin. Hier gibt es Kräfte, Fremdenergien, was auch immer, wie du es nennen magst. Wenn du in diesen Glaubenssphären rumschwirrst, wo du dich nicht als Generator, als Energie, als Bewusstsein siehst, selber. Und es ist so entscheidend. Es gibt in Access Consciousness, welches Bewusstsein, welche Energie muss ich sein, damit ich bla bla bla. Und da kommen immer wieder diese Fragen und es wird davon ausgegangen, dass die Antwort von alleine kommt. Aber die kommt nicht, solange du in der Frage bist. Und bei mir in den Coachings lernst du in der Antwort zu leben, in dem Seinszustand, dem Living in the End nach Neville Goddard zu leben, wo die Antwort schon da ist. Weil ein Teaching, das sich immer in der Frage hält, hält dich von der Antwort weg. Wer du bist, ich bin. Ich bin die Energie. Ich bin das Bewusstsein. Das entscheidet, das denkt, das lebt.
das bekommt, das empfängt, das gibt. Ich bin das alles. Und da gibt es keine Frage. Da steht keine Frage dahinter, das ist komplett außer Frage. Aber wenn du eine Frage stellst, bist du immer im Mangel. Du bist im Mangel. Du kannst eine Frage stellen, um dir hinterher dich zu shiften, dich rein zu katapultieren in das Bewusstsein, wo die Erfüllung ist. Aber dort, wo die Erfüllung ist, ist keine Frage. Da ist Erfüllung. Und wenn dich die Frage, wenn die dich in die Antwort katapultiert, ist es großartig. Aber wenn du wartest, dass die Antwort sich irgendwann mal zeigt, während du aber in einem Bewusstsein, in einem Seinszustand bist, wo du eine Frage hast, wie soll sich's wechseln? Wie soll sich shiften? Du bist ja immer noch die Fragende. Ich möchte, dass du diejenige bist, die die Antwort hat. Ich möchte, dass du in diesem Bewusstseinszustand aufsteigst, aus dem du heraus all deine Antworten lebst, bist, siehst, erkennst, sprichst, zeigst, dokumentierst. Weil dann gibt es keine Fragen mehr. Wenn du die Antwort bist, hast du keine Frage. Und da müssen wir hin. Das ist für mich Divine Design. Manche nennen es Seele oder was weiß ich nicht was. Aber es ist so schlecht gebraucht, dieses Wort Seele. Deswegen nutze ich es nicht. Wir sind göttliches Design. Und das sind wir. Einfach, Punkt, Ende, aus, Amen. Und wir müssen lernen, so zu leben. Wir müssen lernen, so zu denken. Wir müssen lernen, so aufzutreten. Wir müssen lernen, uns so zu behandeln. Wir müssen lernen, hinter unserem göttlichen Design zu stehen, hinter unseren Wünschen zu stehen, hinter unserem Verdienen zu verstehen, unserem Verdienst zu stehen, dass wir alles verdient haben, dass alles schon da ist, weil es ja schon verdient worden ist. Durch mein Sein, alles, alle Wünsche, alle Realitäten sind da. Kreation ist abgeschlossen und ich muss da drin leben. Ich muss in diesem Teich der Fülle schwimmen und mich darin wohlfühlen, mich darin richtig fühlen, mich darin gut fühlen. Darum geht's. Und das ist dieser Shift vom Human Design ins Divine Design, der nicht von heute auf morgen von unserem Geiste akzeptiert wird. Er braucht immer wieder diese Erklärung, diese Berechtigung, diese Erinnerung, weil es eben diese Dualität ist, die sich immer wieder zeigen möchte und sagen möchte, da ist ja noch eine andere Ansicht möglich. Das ist das Einzige, was du draußen siehst. Wenn du andere Menschen betrachtest, sie reflektieren dir deine anderen Ansichten, die du aber nicht wählen musst. Und hier reinzukommen, diese Stärke, das ist die Stärke meiner Teachings, weil ich teache nicht nur, ich übe, ich fordere heraus, ich stelle heraus, ich prangere an diese ganzen Lügen, die noch in den Köpfen sind von uns Menschen. Ich hole sie heraus, damit sie nicht mehr geglaubt werden müssen, sondern als Lüge entlarvt werden. Jeden Moment in meinen Coachings geht es genau darum. Und nicht nur darum, dass ich dir die Wahrheit sage, die Wahrheit spreche, weil ich sie einfach mittlerweile so bedingungslos kenne. Aber immer wieder, wenn abgedriftet wird, hole ich dich zurück. Und du kannst natürlich jedes Mal verweigern und sagen, nein, ich bleibe limitiert, ich bleibe klein, ich bleibe in der Angst, ich bleibe in der Scham, ich bleibe in der Bedingung. Aber in dem Moment, wo du dich committest und öffnest für dein Rising Up in dein Divine Design Identity, sagst du mir, ja, bitte, zeig mir den Weg, bitte, wenn ich abdrifte, hol mich raus, GPS bitte, schalt mir das GPS an, wenn ich es gerade selber nicht anschalten kann. Darum geht es und dass du danach so verfestigt bist, dass du keinen Zweifel mehr hast, dass alles möglich ist durch dich. Und dass du keinen Zweifel mehr hast, dass die innere Realität so viel realer ist und so viel wichtiger ist, wie das kleine Pipifuzzi, was du da draußen siehst an deinem Leben. Diese Sachen, die du gerade siehst, diese Sachen, die sich gerade manifestiert haben, die sind so ein kleiner Bruchteil, 0,001, was auch immer Prozent von allem, was da ist, siehst du gerade, nimmst du gerade wahr.
Das ist so wenig. Du bist in einem ganz Mini-Bewusstseinsteil gerade von allen unendlichen bewussten Möglichkeiten, die es gibt. Bist du gerade in so einem kleinen, pupsi-pupsi kleinen Bruchteil gerade drin, verankert in deiner Wahrnehmung. Und in dem Moment, wo du das erkennst, kannst du aufbrechen und kannst sagen, yes, mehr. Ich bin mehr. Ich kann mehr sehen. Ich kann mehr wahrnehmen. Es gibt eine viel, viel größere Wahrheit für mich. Und wenn alles viel, viel größer möglich ist, dann ist auch der Wert so viel größer möglich, der mir reflektiert und gespiegelt wird als Mensch, als Einflusshaber, als Energiegenerator, als das, was ich eben bin. Und eine Möglichkeit, dir diese Energie wieder zu spiegeln und zu reflektieren, ist einfach Geld. Geld ist nur eine Reflexion von dir. Du bist das Geld. Du sagst, was Geld für dich ist, du sagst, wie viel Geld für dich möglich ist, du sagst, wie viel Geld anständig ist, du sagst, wie viel Geld für dich zur Verfügung steht, wie viel Geld für dich okay ist. Das sagst nur du. Und daraus zu kommen, geht eben nur über Bewusstsein. Nur über dieses bewusste Wissen, über diese Klarheit, dass du das machst, über deine Macht, dass deine Ansichten es einfach nur sind. Und dass es deine Energie ist und dass es mit nichts anderem zu tun hat, wie viel Geld oder wie reich du bist oder wie reich an Freiheit, an Liebe, was dir zusteht. Das bist nur du, der das entscheidet. Nur du, wo du glaubst, dass hier irgendwo Limites sind und dass irgendetwas nicht gut ist. Wie viel Liebe darfst du erleben? Wie viel Begeisterung? Wie viel Freude? Wer sagt es dir? Ja, ich darf mich nicht so krass freuen, so viel knutschen in der Öffentlichkeit darf ich nicht, meine Liebe so zur Schau stellen darf ich nicht, mein Reichtum sollte ich auch nicht so zeigen und meine Freiheit sollte ich auch lieber verstecken. Und das, was ich in Wahrheit denke, sollte auch lieber niemand wissen. Ja, wenn du solche Gedanken eben noch hast, dann weißt du, wo deine Limitierungen sind. Wenn du irgendetwas an dir noch einschränken oder nicht oder verstecken musst, dann weißt du, dass du hier noch dich mit irgendeiner Lüge, mit irgendeiner Einschränkung identifizierst, wo du sagst, es ist nicht gut, wenn ich das so machen würde, wie ich es eigentlich gerne machen würde. Das funktioniert nicht. Das kann ich mir nicht leisten, dazu habe ich keine Zeit, das kann ich mir nicht erlauben. Was sagen meine Freunde dazu? Es sind immer wieder diese Sachen, die die Menschen abhalten, in ihr volles Divine Design, in ihre absolute Fülle, in ihre Energie, in ihren Seinszustand reinzusteigen und dann einfach zu sagen, selbstverständlich werde ich auch dafür bezahlt, für das, was ich bin. Das ist normal. Und da möchte ich alle Teilnehmerinnen von Rising Up hinbringen, in dieses Standing, dass es absolut normal ist, zu wollen, was ich will, zu sagen, was ich will, meine Wünsche auszusprechen, mich dementsprechend zu verhalten, mich zu freuen wie Bolle, wie verrückt in einer verrückten Bubble-Love-Love-Affair mit mir zu sein. Einfach nur, weil das ist, was ich bin. Und ich kann dich nur bestärken, diesen Weg zu gehen und zwar all in. Du hast nur Ergebnisse all in. Du hast nur Transformation, wenn du all in bist. Wenn du es nur halbscharig machst. Und ich erlebe es immer wieder, die Frauen, die sich dann aufknacken und dann einfach mal sagen, okay, ich zeige mich, ich dokumentiere mich, ich mache Videos, ich spreche, ich bin präsent. Und wenn es am Anfang nur in der Mastermind-Gruppe ist, sie haben unglaublich schnelle Transformationen. Und die sich weiterhin verstecken, die weiterhin noch Angst haben, irgendwie falsch zu sein, sind in ihrem Mindset, in ihrem Bewusstsein, einfach noch nicht in ihrem Divine Design. Wenn du irgendetwas nicht traust, dich zu sein, zu wollen, dir zu wünschen, auszusprechen, ist es ein Zeichen dafür, dass du dich selbst beschränkst. Und das machen wir alle, wir sind alle so geboren, um diesen Weg zu gehen von unserem beschränkten Human Design, Denken und Ansichten und Mindset in dieses freie Divine Design, in dieses Vertrauen, in dieses, es ist schon alles da, weil ich alles bin. Es gibt keine Macht, keine Kraft außerhalb von mir. Ich entscheide, ich bin die einzige dominierende Macht in meinem Universum. Ich bestimme das Bewusstsein, in dem ich lebe und ich bestimme, wie in meinem Bewusstsein die Regeln sind. Fülle für alle, Freiheit für alle, Freude, Erfüllung für alle. Und da müssen nun mal diese kleinkarierten
Denkmuster abgelegt werden. Die haben da keinen Platz, die gehören da nicht hin, die sind falsch. Das stimmt alles überhaupt nicht. 90%, 99% von dem, was du gelernt hast, was irgendwie Zusammenhänge, Bedingungen und Logik betrifft, ist einfach nicht wahr. Weil das Universum funktioniert nicht so. Es sind alle Bewusstseinsräume für dich möglich und du steigst ein. Einfach so, weil du einsteigst. Und dann bleibst du. Und das Bleiben bedeutet eben die komplette Transformation deiner Identität. Dass du dich identifizierst mit deiner neuen Geschichte, in deinem neuen Bewusstseinsraum, mit deiner neuen Identität. Ohne Angst zu haben, dass dich irgendjemand deswegen nicht mag oder deswegen ablehnt oder dass dir irgendetwas deswegen verloren geht. Du nimmst dir alles mit in dein Bewusstsein. Alles. Alles kriegt eine neue Bedeutung. Alles kriegt eine neue Version. Alles erlebt sich neu auch in seinem Divine Design. Wenn du gehst in dein Divine Design, in deine Fülle, in deinen Bewusstseinsraum, wo alles möglich ist, wo du geliebt, gewollt und anerkannt, geschätzt und bezahlt wirst für das, für was du bist, kommt ja alles mit, was du mitnimmst. Du verlierst ja nichts, wenn du nicht möchtest. Du transformierst ja alles, jede Person, jede Ansicht von jeder Person. Jede Person bekommt eine neue Version. Und dann siehst du schon mal, dass da vielleicht ein bisschen Zeit aufgewendet werden darf, um diese neuen Perspektiven überhaupt mal einzunehmen, sie gut zu heißen und sie dann zu behalten. Und deswegen sind 3 Monate einfach der Minimumweg. Und nachher machst du am besten nochmal 3 Monate und nochmal 3 Monate. Und alle, die das so gemacht haben, die haben ihre neue Welt, ihr neues Sein, ihr neues Leben, ihr neues Aussehen, ihre neue Gesundheit, ihr neues Vermögen, ihr neues alles. Aber das gilt eben nur für alles. Wenn du nicht all in bist und nur irgendwie Teile bereit bist zu transformieren, dann wirst du nie das ganze Ding haben, dann wirst du nie das ganze Bewusstsein betreten, dann wirst du, wenn du noch weiterhin Limitierungen leben möchtest in irgendeinem Bereich, weil du sagst, ja, das geht nicht. Ja, eine spezielle Person kann ich nicht verändern. Ja, das und das geht halt auch nicht so für mich. Und die Ausbildung habe ich nicht. Und hier kann ich deswegen nicht. Ja, dann wirst du es halt nie haben, das ganze Package. Und ich stehe da und ich möchte, dass du das ganze Package hast. Ich weiß, dass du nur das ganze Package haben kannst, weil es gibt nur alles oder nichts. Und wenn du ein bisschen mehr hast, dann hast du immer noch nichts. Es wird dir nicht reichen, deswegen sind die meisten auch nicht zufrieden. Da kommen sie mit einem Wunsch, meistens ist es eben der Liebhaber und nach kurzer Zeit stellt sich heraus, du willst ja noch viel mehr. Du willst ja nicht nur, dass dieser Mann da ist und dich liebt und dir jeden Tag schreibt und sagt, wie toll du bist. Nein, 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 du willst toll sein. Du willst wichtig sein, du willst anerkannt sein, du willst schön sein, du willst dich wohlfühlen. Das willst du. Und dein kleines Gehirn glaubt einfach, das käme, weil du diesen Mann an deiner Seite hast. Weil der dich anhimmelt. Und dann kommt alles andere auch, das ganze andere himmlische Leben. Aber nicht, wenn du es nicht zulässt. Wenn du so klein bleibst und sagst, ja, das genügt mir. Hauptsache, der sagt mir, wie toll ich bin. Und in allen anderen Sachen bist du zufriedengestellt. Weil man halt immer wieder den gleichen Urlaub macht, weil man immer wieder in die gleichen Ferienhäuser geht, weil man halt doch immer noch den gleichen Job macht, weil man halt doch irgendwo immer noch seinen Alltagstrott hat. Das reicht dir nicht. Das reicht dir in Wahrheit nicht. Du willst alles. Du willst das ganze Package. Und solange du dir das nicht eingestehst, wirst du dich mit Brotkrümeln, mit Krümelchen zufrieden geben. Und die werden dich nicht zufriedenstellen. Du willst alles und alles ist für dich gedacht, weil du lebst in einem Quantenuniversum unendlicher Fülle und diese Fülle, dieses Bewusstsein, wo alles so ist, wie du es dir vorstellst, wie du es gerne hättest, steht dir ja schon zur Verfügung. Nur darfst du jetzt lernen, diese Person zu werden, die da drin lebt. Ohne im Außen nur einen einzigen Anschein zu haben, dass es wirklich schon realisiert ist. Und die Anscheine kommen nachher. Aber zuerst bist du die und lebst das Leben in deiner inneren Welt, in deinen Vorstellungen, in deinen Meinungen, in deinen Perspektiven, in deinen Überzeugungen. Und dann zeigt es sich im Außen. Und dazu musst du dich eben mal vom Außen lösen, von diesem kleinen 0,001%, das sich dir zeigt in deinem Leben.
wissen, dass dieser Ausschnitt, dieser Mini-Ausschnitt nur ein Mini-Akt deines Lebens ist, an dem du dich festhältst und an dem du dich, über den du dich identifizierst. Eine Lüge. Also, rising up. Schau dir das Video wirklich nochmal an hier, wenn du später dazugekommen bist. Es betrifft dich so, so sehr. Es betrifft uns alle, weil wir sind alle aus dem gleichen Holz, also aus der gleichen Materie geschnitzt. Wir sind aus dem gleichen Mindset programmiert und wir sind genau aus dem gleichen Sinn des Lebens hier, um diese Divine Design Reise zu machen und zu erkennen, dass all diese Einschränkungen einfach nur Illusionen sind und ein Fake-Gefängnis, aus dem wir uns befreien sollen. Das ist es. All die Schmerzen, all der Mangel, all das Leid, all die Trennung ist einfach nur da, zum sagen, hey, wake up. Es ist eine Illusion. Alles ist da. Du bist alles. Du bist in kompletter Perfektion hier angetreten. Und jetzt darfst du es leben. Und es geht darum, dass du dein Leben in Perfektion erlebst. Jetzt. Und Rising Up ist genau diese Mastermind, die dich genau dahin führt, die dir die Augen öffnet, die dir Klarheit gibt, immer wieder und immer wieder, wo du mit dir dieses Verhältnis aufbaust, wo du weißt, du stehst unter allen Umständen hinter deiner Divine Design Version. Du lässt niemanden und keine Meinung mehr zu, die dir irgendeine Einschränkung vermitteln möchte. Du stehst hinter dir und dann committet sich das Leben und alle Menschen, die da drin sind, zu dir. Und dann bist du die, zu der man sich committet. Geschäftlich, privat, egal. Du stehst im Mittelpunkt und das Commitment des Universums ist dir sicher, aber nur, wenn du bei dir anfängst. Das ist der Weg, du musst zu dir stehen und wenn du zu dir stehst, dann stehst du auf der Bühne des Lebens und zeigst dich voll und ganz. Da denkst du nicht mehr drüber nach, was du verstecken solltest, damit irgendeiner eine andere Meinung hat oder dich gut findet. Dann weißt du, du bist gut gefunden in jeder Situation, in jedem Moment kannst du die Türen aufmachen und die Welt reinlassen. Kein Verstecken mehr. Niemals. Ich bin da. Hallo Welt, hallo Leben. Ich bin hier und du willst mir geben. Mit diesem Reim mache ich dieses Video zu Ende und wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Und schon geht es weiter mit einer neuen Verlosung. Bei 4000 Abonnenten verlose ich wieder ein 1:1 Coaching von 60 Minuten. Den Link zur Anmeldung findest du unter jedem Video. Melde dich gleich an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Wenn du schon angemeldet bist, bleibe auf der Liste und du nimmst automatisch bei der nächsten Verlosung teil. Teile meinen Kanal, lass uns unser geilstes, kühnstes, unglaublichstes, extravagantes Leben generieren in Liebe, Fülle, Freude und Leichtigkeit, weil es möglich ist. Wir müssen nur unseren Kopf dahin bringen, dass er uns in dieser Identität verankert. Let's do this!